Sie kommen zu Fuß über die Grenze von Mexiko in die USA. Auf der Suche nach einem besseren Leben im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Es ist viel passiert, aber hier fühle ich mich sicherer. Täglich passieren Tausende illegal den Grenzzaun im Süden von San Diego. Mit Unterstützung von mexikanischen Helfern oder Schleppern. Sehen Sie den Feldweg, der sich da den Berg hinunterschlängelt? Da oben kommen Sie rüber, ehe Sie den Hügel hinuntergehen. Von einer Mauer, wie Trump sie bauen lassen wollte, ist hier nichts zu sehen. Lediglich ein plattgetretener Stacheldraht markiert den Grenzübergang. Da steigen sie drüber und sind in Amerika. So einfach ist das. Die Neuankömmlinge lassen sich bereitwillig festnehmen, in der Hoffnung, möglichst schnell einen Asylantrag stellen zu können. Hier an der Grenze zu Mexiko könnte sich die nächste US-Wahl entscheiden und damit das Schicksal einer ganzen Nation. Donald Trump hetzt im Wahlkampf gegen Migranten und will Millionen von Menschen abschieben. Joe Biden steht innenpolitisch gehörig unter Druck. Kritiker werfen ihm vor, die Kontrolle verloren zu haben. Doch wer kommt da eigentlich tagtäglich über die Grenze und vor allem wie? Diese Menschen haben Hunger und Durst. Mehrere Stunden sind sie gewandert. Von Mexiko über einen Berg in die USA. Jetzt versorgen sie freiwillige Helfer mit belegten Broten, Wasser und ersten Informationen auf Spanisch. Lucia Martinez ist alleine aus Peru gekommen. Die Strapazen der langen Reise sind ihr anzusehen. Wie war Ihre Reise? Wie sind Sie hierher gekommen? Das ist keine schöne Geschichte, aber jetzt bin ich hier. Wie lange hat Ihre Reise gedauert? Es ist viel passiert, aber hier fühle ich mich sicherer. Am Morgen bei Familie Schulz. Belegte Brote werden geschmiert. Gabriele, Sam und John leben in unmittelbarer Nähe zur Grenze zwischen den USA und Mexiko. Sie sehen jeden Tag Migranten, die zu Fuß nach Amerika kommen. Oft mit den Kräften am Ende. Das ist jetzt das einzige Protein, das sie kriegen. Es hat Zucker und es geht schnell und es ist nahrhaft. Gabriele Schulz ist in Bayern geboren und sehr gläubig. Menschen in Not zu helfen, ist für sie und ihren Mann ein Gebot der Nächstenliebe. Es ist eine Möglichkeit, sie willkommen zu heißen. Die Bibel sagt uns, dass wir das tun sollen. Das steht außer Frage. Ich würde sagen, das Wichtigste ist nicht, ihnen Essen und Wasser zu geben, sondern sie mit Würde zu behandeln in einem neuen Land. Wir machen uns auf den Weg ins Grenzgebiet nahe Hakumba Hot Springs, rund eine Stunde südöstlich von San Diego in Kalifornien. Familie Schulz will mir zeigen, wo hier tagtäglich Menschen aus aller Welt illegal die Grenze überqueren und wie. Da, wo der Stacheldraht entfernt wurde, springen die Leute über den Zaun. Der Zaun ist 9 Meter hoch und besteht aus rostigen Stahlpollern. Von einer Mauer, die Donald Trump bauen lassen wollte, kann zumindest hier keine Rede sein. Ein Großteil des Zauns wurde bereits unter Barack Obama errichtet. Trump hat einige Lücken geschlossen und die Höhe der Mauer in bestimmten Bereichen vergrößert. Aber der größte Teil der Arbeit war bereits erledigt, als er seine Pläne angekündigt hat. Dann müssen wir plötzlich anhalten. Dem Grenzschutz kommt unser Verhalten verdächtig vor. First time ever. First time ever? Ja. Yeah. I don't know what's going on here. Wir sollen im Wagen bleiben und warten. Offenbar vermuten die Beamten, dass wir illegale Migranten an Bord haben könnten. Sie sind direkt zur Grenze runtergefahren und dann sofort wieder zurückgekommen. Das ist der Grund, warum wir Sie anhalten. Was ist Ihre Nationalität, Ma'am? I'm German. Und Sie, Sir? Ich bin auch Deutscher. Wir sind ein deutsches Fernsehteam und drehen an der Grenze seit gestern. Die Beamten kontrollieren unser Fahrzeug und haben nichts zu beanstanden. Sie dürfen weiterfahren. Danke für Ihre Kooperation. Thank you very much. Ein paar Meilen weiter sehen wir eine Gruppe am Straßenrand stehen. Sie ist gerade angekommen und direkt der Grenzschutzpolizei in die Arme gelaufen. Ich blicke
in fragende Gesichter. Als erstes müssen die Neuankömmlinge ihr Gepäck mit Namensschildern markieren. Dann folgt eine Kontrolle auf Waffen oder gefährliche Gegenstände. Was mich erstaunt ist, wie ruhig und routiniert das alles vonstatten geht. Wenn man sie so aufgereiht stehen sieht, sind sie schon in Gewahrsam und ein Fahrzeug ist auf dem Weg. Kurz darauf fährt tatsächlich ein Bus der Grenzschutzpolizei vor. Die Migrantinnen und Migranten wirken erleichtert, dass sie so schnell mitgenommen werden. Viele wollen so schnell wie möglich einen Asylantrag stellen. Was passiert mit diesen Leuten als nächstes? Sie kommen in eine Sammelstelle. Dort werden ihre biometrischen Daten aufgenommen und ihr Fall bearbeitet. Und dann wird die große Mehrheit von ihnen innerhalb von 72 Stunden auf die Straße entlassen. Kaum ist der Bus weg, kommt schon die nächste Gruppe an. John und seine Familie wollen jetzt versuchen, denen ein bisschen Wasser zu geben und die selbstgeschmierten Brote. Aber wir sind nicht sicher, ob das klappt, weil der Grenzschutz war schneller. John blitzt ab und muss tatenlos zusehen, wie die Gruppe ihrem Schicksal entgegenläuft. Auch wir dürfen sie nicht ansprechen. Sam zeigt mir einen Trampelpfad, der in Schlangenlinien einen Berg hinunterführt. Da oben sollen die Migranten über die Grenze gekommen sein. Das will ich mir genauer ansehen und mache mich mit John auf den Weg. Nach gut einer Stunde sind wir kurz vor dem Ziel und ich bin ordentlich außer Atem. Gleich sind wir da, noch ein paar Meter. Dann haben wir die amerikanisch-mexikanische Grenze erreicht, allerdings von der amerikanischen Seite aus. Von dem rostigen Stahlzaun oder gar von einer Mauer ist hier oben weit und breit nichts zu sehen. Lediglich ein plattgetretener Stacheldraht markiert den Übergang von Mexiko in die USA. Das hätte ich nicht erwartet. Hier überqueren die Migranten die Grenze zu den USA. Sie steigen über den Stacheldraht und sind auf amerikanischem Boden. So einfach ist das. Wenn ich das tun würde, wenn ich jetzt einfach diesen Stacheldraht überqueren würde, dann wäre ich auf mexikanischem Boden, richtig? Ja, genau. Aber dann würde ich eine Straftat begehen, oder? Weil ich niemandem meinen Pass zeige. So ist es. Sie würden Mexiko außerhalb eines offiziellen Grenzübergangs betreten. Das wäre also eine Straftat. Und das Gleiche gilt auch andersrum. Stört Sie das überhaupt nicht, dass Leute das tun? Well, in a way it does. Nun, in gewisser Weise schon, aber sie haben keine andere Wahl. Wenn die Regierung ihnen einfach erlauben würde, die offiziellen Grenzübergänge zu nutzen und nicht eine App, die eine Wartezeit von 6 oder 7 Monaten erfordert, dann müssten sie das nicht. Das ist einfach unvernünftig und nicht praktikabel. Also sind sie gezwungen, diesen Weg einzuschlagen. Was John meint, ist eine App des Grenzschutzes, mit der Migranten einen Termin mit der Einwanderungsbehörde vereinbaren können, ehe sie die Grenze erreichen. Doch freie Termine gibt es aus Sicht von Kritikern viel zu wenige. Sie bekommen für ihre Arbeit Gegenwind von Leuten aus ihrer Gemeinde. Wie reagieren die auf sie? Viele von ihnen wollen einfach nichts mit mir zu tun haben. Sie denken, dass ich Beihilfe leiste und diese Menschen ermutige, über die Grenze zu kommen. Als ob jemand in China irgendwie von meinen Weltklasse-Erdnussbutter-Sandwiches gehört hätte und deshalb hierher kommt. Es ist einfach lächerlich. Auf dem Weg zurück ins Tal frage ich mich, was Menschen eigentlich dazu bringt, solche Strapazen auf sich zu nehmen. Ich treffe erneut auf Lucia aus Peru. Sie verrät mir ihren ganz persönlichen Grund. Warum haben Sie Peru verlassen? Was waren die größten Probleme, die Sie hatten? Und warum sind Sie weggegangen? Es gibt nicht viel Sicherheit, vor allem für Homosexuelle. Deshalb haben wir uns entschieden, in ein sichereres Land zu gehen, wo wir geschützt sind, wie hier. Ivan Reyes war Anwalt in Ecuador und ist nach eigenen Angaben vor Kriminalität und Gewalt geflohen. Ich habe mich mit einem Freund in Verbindung gesetzt, der mir eine Unterkunft geben wird, bis ich selbst was gefunden habe und meinen eigenen Weg gehen kann. In einem Holzverschlag sucht Adriel Mateus aus Brasilien Schutz vor dem kalten Wind. Sie war mit ihrem Mann und dem anderthalb Jahre alten Henry 20 Tage unterwegs, von Kolumbien über El Salvador und Guatemala nach Mexiko.
Es gab einen Tag, als wir im Hotel waren und er die Grippe und Fieber bekam. Da bin ich fast verrückt geworden. Ich wusste nicht, was ich mit ihm machen soll. Doch Gott sei Dank hatten wir eine Menge Medikamente aus Brasilien mit. Und als es ihm besser ging, sind wir weitergereist. Dann geht alles ganz schnell. Ein weiterer Bus der Grenzschutzpolizei holt Adriel, Henry und Vater Vicenci ab. Ihre Reise ist vorerst zu Ende und fängt doch erst so richtig an. In ein paar Tagen werden sie sich auf den Weg nach Virginia machen, zu Verwandten. Ob sie eine Chance haben, legal zu bleiben, wird sich zeigen. In ein paar Monaten oder sogar Jahren. Welchen Einfluss die Situation an der Grenze zu Mexiko darauf hat, wer hier hinter mir als nächster US-Präsident ins Weiße Haus einzieht, das werden wir erst im November erfahren. Jüngsten Umfragen zufolge gibt es zumindest kein Thema, das den amerikanischen Wählerinnen und Wählern im Moment wichtiger wäre. Und wenn ihr wissen wollt, was den Amerikanerinnen und Amerikanern noch unter den Nägeln brennt, dann klickt gerne hier und hier rein.